Außer eben hier, ne? Können wir nicht lesen? Gut, was denn? Schatzhautkarte. Schatzkarte reicher Filki. Jäger des prächtigen Silbers östlich von Alcazar. Torgarten. Auf den Herr schauen, erwidere seinen Blick und hole diese Belohnung. Ja. Nee, wie wollten wir. Ach, da oben. 730 und so. Silber 1900. Was ist das für ein Tungstenbarren? Ein Barren mit den makellosen Ausrüstungsstücken mythische. Oh, gut. Vorräte, Rohmaterial. Ist die Frage. Hier ist die nächste Quest. Zu neuem Ruhm, das Lied von Soma, Kapitel 3. Nun, da Somas Kapitel vereint sind, ist es eine. Bla bla bla, gut. Wo ist unsere Siedlung? Ach, das hatten wir ausgewählt. Können wir wieder eher zurücksetzen oder was? Ach so, ja, nee. Alle Markierungen entfernen, ne? So. Hä? Ach, gedrückt halten, alles klar. So. Wo ist unsere Siedlung? Ach da, wir können zur Siedlung, eigentlich zur Siedlung mal rein, mal gucken, ob wir noch was ausbauen können, aber wir machen erstmal die Quest hier. Aber ich kann auch mit den Leuten reden, ne? Erstmal mal gucken. Wo ist der Quatschkopf? Hier ist einer, den wir reden können. Hallo? Galen, habe ich recht? Du hast recht. Und du bist Eivor, die unbändige Kämpferin. Oder ja. Ewige Kriegerin. Ein glorreicher Name. Vielen Dank. Du saßt in der Falle, als wir dich fanden. Durchaus. Die Sachsen haben mich blutend durch Sümpfe gejagt und direkt in die Arme von Banditen getrieben. Dann kamen die Wölfe. Für uns alle kommt irgendwann der eine Tag, an dem wir sterben. Frage ist nur, wie man diesem Tag begegnet. Ich kann stolz behaupten, dass ich bereit war. Ich freue mich jedenfalls, dass du noch atmest. Na, weil dann kannst du uns helfen. Hehe, so. Wo ist der nächste Quatschkopf? Da hinten. Na komm, auf hier. Leaf, Soma sagte, dass du ihre Langschiffe gebaut hast. Das stimmt. Jedes hat einen spitzen Kiel, einen starken Mast und ein Gedicht in den Rumpf geritzt, um den Drängar zu preisen, der das Schiff führt. Jedes Langschiff trägt die Last des Schicksals. Nur ein paar Handbreit Holz liegen zwischen dir und deinem feuchten Grab. Es gibt wohl kaum einen besseren Ort für Poesie, nicht wahr? Stimmt. Es ist gut, an deiner Seite zu kämpfen, Leaf. Das kann ich nur zurückgeben. Sehr gut. Danke, dass du mich und meine Krieger aus dem Moor gezogen hast. Na klar, haben wir gerne gemacht. Sind wir wieder Vorräte? Oder ist da was zum Lesen? Somas Tagebuch. Wir haben ein Lager aufgeschlagen, um die Verwirrten zu versorgen. Ich werde mich selbst um sie kümmern und sehen, wer Ruhe braucht und wenn es noch nach Blut dürstet. So. Bei Einbruch der nächsten Nacht werde ich zusammen mit allen, die noch fähig sind, losziehen und meine engsten Vertrauten suchen. Gut. Die Vertrauten suchen haben wir schon, ne? So. Ich glaube, mit denen da hätten wir so noch reden, oder? Mit ihmchen oder mit der da eben da oben? Das ist sie, okay. Dann ist er da oben. Hallo. Hier, mit ihm wollen wir mal reden. Ja, ich will reden, nicht. Du bist Birne. Futtern. Und du bist Eivor, Sonnenschein. Du bist durch den Nebel gebrochen wie Feuer durch Eis. Du bist gut aufgelegt, trotz allem, was geschehen ist. Warte, ich kann eine anmachen, Sonnenschein? Flucht. Hm? Im Augenblick schon, aber... Ah, da. Hast du es gemerkt? Der Augenblick ist vorbei. Jetzt können wir den nächsten genießen. Was für ein Geschenk. Schön, dich an unserer Seite zu wissen, Birne. Birne. Ich mag dich, Eivor. Reich mir die Hand oder fall mir in den Rücken. Aber so wie du aussiehst, wäre mir beides recht. Ah, sie ist am Flirten. Ja. So, da können wir mit Chefin reden hier. So. Ein neuer Tag mit frischem Wind. Bist du bereit für den Kampf, der vor uns liegt? Holen wir uns die Stadt zurück. Das wollte ich hören. Oh. Triff mich am Westtor von Grantabrück. Dort sammeln wir uns.
Okay, am Westtor von Santa. Pass auf, dass du keinen Gefallen daran findest, anderen zu gehorchen als deinem Jarl zu Hause. Ich kämpfe für Sigurd, niemanden sonst. Solange du auf diesem Schiff bist, kämpfst du für mich. Und um Soma für uns zu gewinnen, kämpfen wir für sie. Ich sag ja, ich trau ihm nicht so über den Weg. Okay, wir sollen dann bei der Stadt dann sein. Können wir auch. So. Eigentlich sollten wir mal zurückfahren, ne? Zu unserer Siedlung. Oh, komm weg hier. So. Ist das unser Langschiff? Sieht so aus, ne? Führung übernehmen. Verschwinden wir von hier. Gott. Kurz Karte. Ach, können wir gar nicht markieren, ne? Heitems Bruderschaftshaus. Okay, wir sollen ja Heitems Bruderschaftshaus auch noch errichten. Nee, da. Richtig? Siegel setzen geht immer noch nicht. Ist doch zum Mäusemelken. Mehr Segel! Na gut. Segelraffen! So, machen wir Segel! Kante! Fahren wir richtig? Ich hoffe mal ja. Sonst wäre das ganz schön bitter. Jetzt machen wir eine schnelle Reise. So. Ich glaube, die waren zu stark für uns, ne? Noch. Ich hoffe, wir sind richtig. Na, wir schauen mal lieber. Sie jetzt haben, ne? Ja, gut. Wir sind richtig. Gut. So. Da vorne sind wir wieder zu Hause in der neuen Siedlung. Dann werden wir erstmal das Bruderschaftshaus ausbauen, wenn wir es hinkriegen. Ob die Vorräte reichen, weiß ich nicht. Bam, bam, bam. Hier? Komm, rum hier. Lasst uns hier anlegen. Wir machen Spenden. Wir machen später weiter, Freunde der Nacht. So. Doch nicht da rein. Bisschen deppern, ne? Ja, alles klar. So. Da hinten. Hallo, Oshi, Moshi, Schmied. Wollen wir erstmal das machen? Gucken, ob wir es hinkriegen. Ja, wir können bauen. Gut. Damit. Ach, hier. Dass das A auf dem Gamepad nicht mehr funktioniert, ärgert mich mal ein bisschen. Kann aber auch sein, dass irgendwie ein Update vom Spiel gekommen ist hier und es deswegen nicht funktioniert. So. Hier werde ich gut arbeiten können, Eivor. Ich danke dir. Nichts zu danken. Wenn uns deine Arbeit nützt, sorge ich dafür, dass du sie machen kannst, solange du bei uns bist. Das wird sie, denn uns verbindet ein gemeinsamer Feind. Seine Krallen sitzen tief in Englerlands Fleisch. Schlage ihn da, wo er am stärksten ist, und die Bündnisse, die du suchst, werden sich leichter ergeben. Okay. In London halten sie sich nicht länger zurück.
Wenn du sie ausschalten würdest, stünde die Stadt in deiner Schuld. Ich rede mit Randvi und werde sehen, was sie davon hält. Mhm. Gut. Zuvor habe ich aber noch etwas. Ein Geschenk, das ich teilen möchte. Geschenke, es gibt Geschenke. Ein Geschenk? Ich kann es dir hier nicht zeigen. Laufen wir doch ein Stück. Na gut, sorry, war gerade beschäftigt. Ich bin bereit. Ich kümmere mich. Weiter. Okay, folgen wir ihm mal. Aber erstmal gucken, was ist das hier? Lesen, ein Brief von Heitem. Drückt mal Pause, dann könnt ihr es lesen. Wir wollen ja nicht aus den Augen verlieren. Hat deine Wunde immer noch Probleme? So ist es leider. In meinem Herzen wohnt ein Schmerz, für den es keine Heilung gibt. Dann ruh dich aus. Solange dein Geist wach ist, wirst du dich erholen. Die Punkte, gut. Aber ich will meinen Mentor nicht enttäuschen. Du würdest für Bassem deine Gesundheit und dein Leben riskieren? Das verstehe ich nicht. Das erwarte ich auch nicht. Okay. Als wir bei euch ankamen, sah ich Misstrauen in deinen Augen. Einen Zweifel. Vorsicht. Ist das eine Frage? Nein, nur eine Beobachtung. Aha, gut. Gut beobachtet. So, wo willst du?